Ein hektisches Wühlen und Stöbern bestimmt auch in diesem Jahr den Weihnachtsflohmarkt des Zweckverbandes Abfallwirtschaft in Straubing. Denn jeder möchte der Erste sein und die schönsten himmlischen Schmuckstücke ergattern. Von bunten Weihnachtskugeln, Adventskalendern, Lichterketten bis hin zum Nikoläusen ist alles mit dabei. Eine Ansammlung, die von Straubinger Bürgern im Entsorgungszentrum der ZAW abgegeben wurde. Also entstanden ist das vor einigen Jahren, hat ein Kollege von mir, ehemaliger Kollege, einfach einmal zusammen angefangen. Und das hat sich so entwickelt, dass wir im Jahr ungefähr 60 Gitterboxen Weihnachtsschmuck zusammenbringen. Sammeln haben wir quasi das ganze Jahr, von Januar bis Dezember. Der Weihnachtsschmuck, das hat sich schon so eingeführt. Die Leute wissen das, das wird quasi das ganze Monat abgeben, das ganze Jahr durchgängig. Und wir sammeln diese Gitterboxen, lagert man das und dann, also Ende November, machen wir in den Weihnachtsflohmarkt seit 50, so ist das so eingeführt. So bekommt ein ausrangierter Weihnachtsschmuck eine zweite Chance. Und das zum ganz kleinen Preis. Da schlägt nicht nur das Herz des Schnäppchenjägers höher. Fündig ist bei der großen Auswahl jeder geworden. Ich habe einen Hirschen, der wird mir vor einen Gollwagen gespannt und kommt ein Backel drauf, das ist schon die Vorweihnachtszeit. Kugeln und Bastelbuch und Stern und Blüten, weil ich fürs Altenheim in Metten tue, mit den Senioren basteln. Und da freuen sie sich schon so. Und jetzt habe ich eingekauft. Ich habe halt viele Kerzen. Dann ein paar nostalgische Kugeln hat mir meine Tochter angeschafft. Ich hoffe, dass ich das Richtige gefunden habe. Sonst nicht recht für mich. Schöne Weihnachtskugeln und viele Deko für den Kindergarten, weil ich im Kindergarten arbeite. Wir haben auch ganz schöne Weihnachtssachen gekauft. Für meinen Bruder und für mich selber. Also ganz schöne Sachen und ganz billig. Mit dem Einkauf tut man ganz nebenbei auch der Umwelt etwas Gutes. Denn so verlängert sich die Nutzungsdauer des Weihnachtsschmuckes und eine große Menge an Abfall wird vermieden. Das Ergebnis des Weihnachtsflohmarktes, prallvoll gefüllte Körbe und Taschen und das Wichtigste, viele glückliche Gesichter.